hallo liebe Schatzsuche, herzlich willkommen hier bei meinem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Ja Freunde, heute gibt es ein Video direkt vom mein Zuhause. Bitte abonniert meinen Kanal, damit ich hier nicht mehr wohnen muss. Ja, herzlich willkommen hier. Ja Freunde, ich bin hier auf einer Obstwiese, die gibt es schon Jahrzehnte. Sicherlich 50, 60 Jahre, wenn nicht noch mehr. Die Bäume sind schon alt. Zu 90% wachsen hier Äpfel. Und dann gibt es immer einen coolen Bio-Direktsaft. Schmeckt übrigens sehr gut. Ja, Freunde, und jetzt geht's los. Ich bin mal gespannt, was ich hier finde. Jo, auf geht's. Immer mal großzügig graben, dass wir hier mal ordentliche Fläche haben. Okay, das ist jetzt ein größeres Eisenteil. Da liegt ganz schön viel hier. Viel Eisen. Ja, aber so ist es halt. Gehört dazu, genau. Ja, ist schon ordentlich. Hier ist ganz viel los hier im Boden. Ja, hier ist das nächste Eisenteil. Müll. Oh, das ist echt butterweich hier. Ist gut, dass es gestern geregnet hat. Aber Hauptsache, jetzt bleibt es trocken. Ja. Ja, die Erde ist hier schon extrem gut. Ah, jetzt habe ich eine Mutter gefunden. Eine richtig fette. Wieder Rost oder was? Ah, Porzellan, ne? Ist auch noch dabei. Na gut, nehmen wir es halt raus, gell? Dann nehmen wir es halt raus, Eisenteil. Ist irgendein Scharnier? Kann man jetzt ganz gut erkennen. Ja. So, hier haben wir auch noch mal ein etwas klares Signal. Ist etwas klarer wie vorhin, aber vielleicht könnte es ja was sein jetzt. Aber kleine Eisenteile haben wir ausgeblendet. Eigentlich die großen auch, aber halt die sind dann doch noch zu hören, weil ich sonst halt kleine Münzen dann verliere. Weißt? Das ist nichts. Noch ein Stück tiefer, sag mal. Aha. Wow, was für ein Meganagel. Nochmal Eisen. Nee, ist kein Nagel. Ist eine richtig lange Schraube. Ja, super. Signal noch drin. Leute, alter Schwede, das sind da mehrere Münzen. Ich fasse es nicht, war wieder ein Hortfund hier auf der Obstwiese. Leck mich am Arsch. Schaut euch das mal an. Die sind noch hier drin. Da hat doch tatsächlich einer vielleicht auch beim Feschbarn hier sein Geld liegen lassen. Da haben sie nämlich oft gefeschbart. Hier 1, 2, 3, 4 Münzen. Ja, schaut mal, Hammer, oder? Mein erster Hortfund. Nochmal eine Münze. Wie geil. Gleich mal 5 Münzen auf einen Schlag. Freunde, das ist, und die sind echt noch cool erhalten. Hey. Also 50 Pfennig. Bundesrepublik Deutschland.
Ah, perfekt. Boah, die sind echt schön erhalten, Freunde. Hey. Mega. Also, wir haben ja, und die steckt hier noch schön drin. Schaut euch das mal an, hey. So richtig schön. Wie geil ist das? Der Fund aus den 80er Jahren. Wie geil. Eigentlich sollte das jetzt so passen, ne? Oder ist da noch mehr? Nee, halt, da ist immer noch, da ist noch eine Münze. Wie geil. Also Münze Nummer 6. $5 wäre jetzt geil. Weißt du, eine größere Münze. Ist noch da. Ja, da ist noch was drin. Jetzt muss ich die mal auf zur Seite legen. Mann, ei. Ist da noch mehr oder was? Das wäre ja echt Hammer. Ey. Freunde, so habe ich es gern. Tatsächlich, hier nochmal eine Münze. Ist das Münze Nummer 7? Münze Nummer 8. Nochmal 10 Pfennig. Geil. Also macht es echt Spaß. Das hört nicht auf zu bimmeln. Da kommt jetzt nochmal eine Münze. Hey, ich glaub's nicht. Guck dir das an, eine fette Münze, eine 5 Mark. Hey, jetzt wird's echt Hammer. Ich liebe diese großen Münzen aus der Bundesrepublikzeit. Das ist so geil. 1975. Oh, ich fass es nicht, ich fass es nicht. Geil, 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 geil. Ja, hakt ein bisschen ab, ist so ein bisschen schwierig. Vielleicht ist es wieder Eisen. Aber neuer Versuch. Aha, aha. Jetzt sind wir mal gespannt, was es ist. Noch ein bisschen tiefer. Also gar nicht so schlecht. Das Gerät läuft ganz gut soweit. Jetzt haben wir es, das ist ganz schön tief, also bei 25 cm circa. Ist auch ein bisschen größer. Oh Mann, ich buddel hier wie ein blöder Eisen. Von irgendeinem Werkzeug auf jeden Fall. So, Freunde, lag ziemlich tief und leider nur Eisen. Jetzt wird es mal Zeit, dass mal was Gutes kommt. Ne? Super. Ah, ist das eine Patrone oder was ist das? Nee, das ist mal kein Eisen. Schon interessant, was ist denn das? Es muss irgendwie so eine Art Patrone sein. Oder ist hier noch ein bisschen Gewinde dran? Nee, das ist keine Patrone. Ja, keine Ahnung, Leute. Wenn ihr eine Ahnung habt, was das sein könnte, bitte kommentieren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Ich mache nachher noch kurz ein Bild davon. Hier innen ist Glas. Ist auch interessant, der Fund. Cool. Ach, das könnte vielleicht... Nee, war das eine Linse hier? Nee. Ja gut, gucken wir mal nachher. Jetzt habe ich nochmal ein richtig gutes Signal. Und... Was ist es denn? Ah, eine Münze, ja also. Läuft doch. Ah, Münzle. Das ist immer gut. Ah, das ist ein 2 Cent. 2 Cent? Ist doch was, oder? Das kriegt mein Kameramann heute. Hat heute auf jeden Fall sehr viel. Hier, ja, liegt aber auch schon ein bisschen. Das ist schon krass, also wenn man die modernen Münzen hier nach kurzer Zeit rausbuddelt, sind die schon fast durch. Ne? Und dann so alte, ganz alte Münzen, die in Kupfer oder so sind, die sind zum Teil richtig gut erhalten. Ne? Also sieht man mal von der Qualität her, wie die heute schaffen. Ne? Schon wieder Eisen. Alter, das ist das nächste Teil. Ja, boah, die werden ja echt immer schwerer und größer. Mega Draht. Eisen in allen Formen und Variationen. Ja.
Eisen. Eisen, Eisen. Ist wieder ein Stück Eisen. Ah, hey, das ist hier voll die Eisenstraße. Scheiße. Das ist jetzt mal ein richtig altes Eisenstück. Ein fettes Eisenteil. Was soll das sonst sein? Von einer Axt sein vielleicht, aber dann ist es schon sehr lange da drin. Und auf zum nächsten Eisenteil. Jawohl. Ein schöner Eisenton. Der nächste, das gibt's gar nicht. Schön Eisen. Schönes Eisenstück. Eisen. Also das hört sich jetzt richtig gut an. Vom Ton her. Hoffen wir mal, dass es mal was Gescheites ist. Sehe ich hier was? Alter Schwede, hey. Alter Schwede, da brauche ich gar keinen Pinpointer mehr. Und auch wenn es... fuck, da habt ihr jetzt richtig, ey. Mega, was habe ich da für ein geiles Glück jetzt. Schmuck, Alter. Schmuck. Ist noch zu dreckig, aber ich glaube, es ist Silber. Vom Gewicht her ist es Silber. Wie geil ist der Fund, Leute. Hier, ein Anhänger. Sieht erstmal aus wie eine Hand, ne? Aber ist wahrscheinlich entweder eine Art Kaktus oder eine Blütenform, das könnte auch sein. Und hier ist noch das Teil dran, wo die Kette durchging. Also ein mega schöner Fund. Oh. Nach 3-4 Eisenfunde auch mal nicht schlecht, gell? Yes, Baby, der ist, boah, der glänzt ja, das Teil glänzt ja wie Sau, du. Ah, krass, geil. Hammer, endlich mal, geil. Bombensignal, du. Oh ja, man merkt's. Und man sieht's. Was für eine Riesenstange. Hahaha. Geil, oder? Mit dem Teil kann ich mich heute wehren, ich sag's dir. Ja, da ist es schon. Ach du Scheiße. Ach, ein U. Wie Udo, ne? Schon ein Zeichen. Machen wir gleich mal hier ran. So. Leute, hey, ich sag's, jetzt habe ich so viel gebuddelt, hey. Jetzt habe ich richtig Power. Da kriegt man Muskeln. So, Freunde, mein nächster Fund hat mich sehr überrascht. Zuerst habe ich gedacht, ein Stein als Signal, aber es ist ein Vulkangestein. Die sind meistens relativ leicht und dann ist mir das gleich aufgefallen, na ja klar, hatte ich vor Jahren auch noch ab und zu gefunden, aber ich finde die Funde wirklich toll, auch wenn es keine Münze ist, aber trotzdem Vulkangestein zu finden, das ja, ist auch was Cooles. Ja, cool, also vielleicht finde ich ja noch ein paar Steinchen. So Leute, das war es auch schon gewesen vom heutigen Suchvideo. Mega geile Funde waren dabei, es waren natürlich auch sehr viel Eisenfunde. Ganz klar, man findet auch mit dem 1MX erstmal mehr Eisen, weil die Metallunterscheidung nicht die beste ist. Aber für Einsteiger ist das echt ein klasse Gerät. Ihr habt selber gesehen, Signale kommen richtig gut rein, zum Teil auch recht tief. Also ein älteres Modell, aber trotzdem super. Der Hortfund war sehr, sehr cool mit 9 oder 10 Münzen drin. D-Mark waren es, ne? Und der Anhänger war der absolute Hammer, Leute. Also der war so geil. Also ich habe noch nie so einen schönen Silberanhänger gefunden. Wow, ja. Freunde, ihr würdet mich unterstützen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Liken und einen Kommentar auf jeden Fall wichtig. Würde mich freuen. Und bis zum nächsten Video. Ciao.